meine Damen und Herren. Die ILA 2016 steht ja unter dem Motto Neuigkeiten, Innovationen. Und nicht nur in der Luft, sondern auch am Boden wird so einiges vorgeführt hier. Und jetzt, was für ein Sprung in der Zeit. Wir haben gerade eben den A320neo gesehen. Und jetzt gehen wir, 80 Jahre fast zurück. Und am Start die ME262. Thing to see in flight. The incredibly important, incredibly historic Messerschmitt ME262. Ja, und das ist so wunderbar, dass wir diese Silhouette hier am Himmel über Berlin sehen können, dass wir die ME262, der erste Düsenjäger, um es mal umgangssprachlich zu nennen, der Welt, der im Einsatz war, hier heute nachgeflogen wird. Und dafür danken wir natürlich der Messerschmitt-Stiftung aus München. First operational jet fighter. You can't get a lot more important than that, designed by one of the great geniuses of aviation, Willy Messerschmitt. And this aircraft brought to us today by the Messerschmitt Stiftung, who are based down in München. Ja, Wolfgang Schierdewan zeigt uns heute die Messerschmitt ME 262 in der Luft und vielleicht ein bisschen was zum Lebenslauf der Tango Tango, der Konstruktionsbeginn von 5 Nachbauten in Texas war im Juli 1993. Man nahm eine doppelsitzige Schulmaschine der ME 262, die sich im Bestand der US Navy befindet, hat die Maschine komplett zerlegt und alle Teile einzeln kopiert. Well, ladies and gentlemen, the story of this aircraft is an amazing one. Back in August 1993, the US Navy owned a two-seat version of the aircraft. It was actually a trainer version. Two-seaters were used as both trainers and radar-equipped knife fighters. But this aircraft, every single piece of it was taken apart and then copied, the idea being to produce 5 exact copies of the 262. Und dann startete im Mai 96 eben die Herstellung der Hauptbaugruppen und das ganze Projekt wurde 1999 von Texas nach Seattle umgezogen und im Herbst 2000 wurde diese Original ME262, die zerlegt wurde, um die Teile zu kopieren, wieder zusammengebaut und an die US Navy zurückgegeben. Well, during 1996, the dismantling and copying and building began. In 1999, the project moved from Texas up to Seattle. And then in the autumn of 2000, the original aircraft was put back together again and returned to the US Navy. Zwischendurch eine Ansage, die jetzt nichts mit der ME zu dieser Zeit wurden Flugzeuge mit Spornrädern gebaut. Und man hat dann gemerkt, mit diesem Spornrad hatte man keine Autorität über das Heckleitwerk. Und bei den ersten Startversuchen hat es einfach nicht funktioniert. Man hat dann eine Linie auf die Startbahn gemalt. Und bei dieser gewissen Geschwindigkeit an dieser Position ist der Pilot kurz in die Bremsen gegangen. Das Heck hat sich angehoben. Sie hatten Autorität auf ihrem Leitwerk und konnten starten. Und erst später wurde dann der Prototyp umgebaut oder die Maschine umdesignt mit einem Bugfahrwerk. Well, as Wolfgang Schierdewan, a very famous test pilot, touches down, it's obvious the aircraft is a nose-wheel aircraft, but it began life, the first 5